Ein herzliches Willkommen zurück zu 50 Baby Challenge. Wir sind wieder da. Yay! Wir sind tatsächlich gerade auch schwanger. Wir kriegen ein Einzelkind von dem lieben Mirko. Und ansonsten hat die Community es tatsächlich geschafft, dass wir zweimal das Chaosrad drehen müssen. Das wird großartig. Ich freue mich da immens drauf. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hinzoomen soll. Wo ist eigentlich die Mutti? Die steht hier draußen. Ach, die freut sich ein Ast. Mensch, die ist doch schon wieder, die braucht doch schon wieder, also die sucht doch schon wieder, also die möchte doch, also, ja, ne? Ach Gott, wann macht sie ungefähr wieder Säuglingsweitwurf? Warte, kann ich dir sagen? Ab 12 Stunden aufwärts. Die ist doch schon wieder ready, die ist so ready. Die ist so ready. Ach ja. Sehr angenehm, dir zuzuhören, vor allem beim Schminken. Ach, sehr schön, sehr, sehr schön. Viel Erfolg beim Schminken, ganz viel Erfolg dabei und Dankeschön für das Kompliment. Wie lange arbeitest du schon an der Challenge? Oh, wie lange sitzen wir jetzt da dran? Also auf YouTube haben wir auf jeden Fall schon, ich glaube, ich habe gestern Folge 72 geschnitten. Schon eine Weile doch. Das ist schon ein bisschen ein... Ein Hauch. Paar Wochen. Bubs als Ablagetisch. Ja, sie kann da drauf. Sie kann sich einen Huhn dazwischen stecken und damit spazieren gehen. Hier den Tyrese, der freut sich. Warum wir Hühner haben, das ist beim letzten Chaosrad passiert. Apropos Chaosrad, wir haben hier wieder stramm zu tun. Hallo, Mademoiselle. Nein. Ich will nicht. Ich will nicht. Loki's Lady, dankeschön für deinen Follow. Willkommen im Katzenkörbchen. Oh. Da komme ich ja genau richtig. Aber unser Haus ist so schön. Ich weine. Okay, wir müssen ja noch mal. Ja, das machen wir dann schon im neuen Haus, weil wir müssen ja dann jetzt direkt umziehen. Das hilft ja nichts. Können wir die Hühner ins Inventar packen auch? Geht das? Kann ich die einfach... Weil ich möchte die Hühner schon gern mitnehmen. Und wir müssen auch unbedingt dran denken, kann ich die ins Inventar platzieren? Guck mal, wir haben die Hühner schon mal eingepackt. Dann nehmen wir das hier auch mit. Gibt es dafür eigentlich einen Shortcut ins Inventar platzieren? Kann ich I drücken für Inventar? Muss ich jetzt jedes einzelne ins... Das Rad ist noch auf. Gut, dass du das sagst. Dankeschön. Atmen. Ich trinke, danke. Ach Gott. Mit einem vollen Haushalt in Starterhaus. Es ist furchtbar. Dachte, wir killen mal wieder einen Daddy. Nein, wir... platzieren die Kinderhände ins Inventar. Es ist so ein schönes Haus gewesen. Wir hatten den Todesbunker. Wir hatten hier oben die Kinderbrutstätte. Wir hatten alles. Und wir müssen ja auch in dem neuen dann wieder auf Spukhaus umstellen. Ne? Wir müssen noch bis Freitag im Spukhaus wohnen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt umziehen, das neue Haus muss auch wieder ein Spukhaus werden. Ach, Gottes Willen. Gottes Willen. Okay, pass auf, folgendes. Todesbunker. Naja, manchmal sagte das Chaosrad, wir sollten den Daddy umbringen. Also war das hier das Letzte, was der Daddy jemals gesehen hat. Aber es war fröhlich, wir hatten sogar Fenster. Mutti, pass auf, Haushalt umziehen lassen. Mach mal. Ich hoffe, das klappt jetzt auch, weil wir ja einen zu viel haben im Haushalt. Der letzte war im Keller, ja. Jan Delay wieder unterwegs. No.
Ich glaube, das Rad war noch im Bild. Okay, sind wir alle da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Ein Starterhaus. Wir müssen auch eine andere Stadt nehmen jetzt, ne? Wo gehen wir denn mal hin? Ich liebe ja Henford on Bagley. Was wäre denn, wenn wir nach Henford ziehen? Das ist doch ein Starter hier. 19.000. Da können wir hinziehen, theoretisch. Das ist 115. Das ist ein bisschen viel. Aber das hier ist ein Starter. Nutzt du Mods? Ja, ich nutze den MCC. Den MC Command Center Mod. Den nutze ich. Da kann ich alles Mögliche einstellen. Da kann ich auch schauen, wenn sie schwanger ist, mit was sie schwanger ist zum Beispiel. Wir verkaufen die Möbel und nehmen hier ein nicht möbliertes Haus. Dann gehen wir doch mal rein. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Muss ich gleich nochmal schauen, aber ich glaube, es war ein Mädchen. Gebrüder Schnacksbert ist das nächste. Yes. Auf dem Bild waren es 9. Hier unten sind auch alle da. Alles gut. Alles gut. Gott, was macht unser Sohn denn hier? Was ein Creep. Warum freut er sich schon so, der Junge? Yay, Mutti ist hier eingezogen. Nice. Okay, das ist unser neues Zuhause. Gut, wo machen wir jetzt die ganzen... Also, wir müssen auf jeden Fall gucken. Hier hätten jetzt die Hühner auf jeden Fall ein schönes Zuhause. Kümmern wir uns erstmal um die Hühners. So, wir kaufen denen mal einen neuen Stall. So, da haben sie einen neuen Stall. Jetzt haben sie hier aber auch schön viel Fläche zum Laufen, die zwei. Ne? Wir platzieren die auch schon mal direkt. Hier der Tyrese. Und die will mal Eier legen. So, wunderbar. Dann haben wir hier unten jetzt ein kleines Bad. Wir müssen natürlich auch wieder gucken. Das war so eine richtige Duschstation auch wieder einbauen. Ne? Ich würde sagen, Wohnzimmer brauchen wir ja nicht. Was ist, wenn wir hier draus so eine Duschstation machen? Hier so eine Toilettenstation. Na? Bei ein Einzelmädchen. Kann man es bei 30 Geschwistern Einzelkind nennen? Ja. Bei mir ging das nicht mehr umziehen lassen, obwohl nur 8 Leute im Haushalt waren. Okay, wild. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Zack, ich weiß. Das machen wir auch gleich auf jeden Fall. Wir schließen auf jeden Fall das Tor hier ab. Aber so insgesamt ist das echt ein schönes Gebäude hier, ne? Wir werden jetzt natürlich auch schön in die Höhe bauen hier. Das reißen wir hier direkt mal ab. Das ist uns viel zu schön. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Na, das kommt erstmal alles weg. Okay, wir haben hier einfach 13 Urkunden von den Kindern, dass sie erfolgreich in der Highschool waren. Na, Glückwunsch. 39 Teller, woher auch immer. Das gibt ordentlich Knete. Schön. Ich speichere. Das ist ein guter Plan. Hallo, Minimeilchen, wie geht's dir? Machst du wieder einen Produktionskeller oder einen Kinderdachspeicher? Ich mache einen Kinderdachspeicher, dachte ich so. Wir können ja... Warte mal. Ich muss mir unten nochmal ein Bild machen. Was haben wir denn hier? Hier kommst du rein. Das ist immer mein Standardspruch. Ich würde auch wieder mit einer Leiter arbeiten wollen. Einfach, weil es angenehmer ist, dass die Toddler nicht die ganze Zeit hier unten rumkrösen und Scheiße bauen, sondern oben bleiben müssen. Das fand ich deutlich angenehmer. Ich bin ein Freund von Leitern. Die kommt hier auch auf jeden Fall wieder rein. Was nehmen wir denn diesmal für ein Farb-Dings-Thema? Ich wäre ja fast bei so Brauntönen. Bietet sich ja an. Dankeschön für deinen Lurk. Dankeschön. Kannst du im Baumodus auch eine Zahl eintragen? Was? Gestern war Sims deinstalliert, weil ich das Dach für die Shell gemacht habe. Das fühle ich sehr. Fühle ich sehr. Leiter hoch, runter ist ja auch super pretty. Das stimmt. Das stimmt. Um die Sachen zu verkaufen. Ach so. Ah, okay. Ja, wusste ich nicht. Dankeschön.
Gestern waren wir vor Taufe. Viel heiß, viel Menschen. Hab erstmal 12 Stunden geschlafen. Boah. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber du hast es geschafft. Geht aber leider nur im Baumodus. Ja, gut. Und hallo, Chibi Sakura. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Farbspektrum. Okay, pass auf. Ich habe folgende Idee. Wir machen hier hinten wieder so ein riesiges Badezimmer draus. Hier kommt Küche. No? Eigentlich könnten wir die Wand auch einreißen. Wir könnten hier unten so ein riesiges... ne? Wisst ihr Bescheid. So, das können wir machen. Und dann machen wir das hier weg. Machen hier mal auf. Und hier reißen wir auch ein. Die Tür kann weg. Nee, machen wir anders. Die Tür kommt hier hin. Ja, schön an den Rand. Und dann gucken wir, dass wir jetzt so einzelne Duschkabinen wieder machen. Das ist mir besonders lieb, tatsächlich. Weil dann kann ich nämlich mehrere Sims gleichzeitig duschen schicken, ohne dazu rumjammern, dass einer die anguckt dabei. Hallöchen, Micha. Dankeschön für deinen 11. Monat schon. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir? Wie war dein Geburtstag noch? Hattest du einen schönen Tag? Ich hoffe. Ich hoffe sehr. Wenig geschlafen, aber guten Start in den Tag gehabt. Sehr schön. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ich lebe noch, habe endlich meine Speicherstände von Sims 4 auf den neuen PC übertragen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und hallo Penny, wie geht's dir denn? Denkt ihr, das Pferdehof-DLC von Sims 4 wird was können? Ich hab's dank Lynn tatsächlich auch schon vorbestellt. Also es dauert nicht lange, dann können wir das zusammen ausprobieren hier und gucken, was das kann. Oh Gott, das ist jetzt aber wirklich... Das ist jetzt... Huch, ich bin da verrutscht. So. Das ist eng. Das ist eine enge Kiste. Aber das kriegen die doch hin, oder? Das kriegen die hin. Sonst kann ich hier noch ein bisschen... Passt auf, wir machen das so. Ich ziehe das einfach... Nein, ich ziehe das einfach alles so ein bisschen noch nach hinten. Wir haben ja den Platz, ne? Wir haben den Platz, also nutzen wir den auch. Wir könnten sogar hier noch erweitern und dann noch mehr Duschen und Toiletten reinpacken. Wer braucht diese Blume schon, ne? Das ist total unnötig. So, pass auf, was machen wir folgendermaßen? Wir ziehen hier nochmal, soweit es geht. Guck mal, haben wir sogar noch 2 Kabinen. Ist das nicht ein Traum? So. Geht nicht um Schönheit, geht um Effizienz. Das sage ich immer wieder. Und das ist sehr effizient. Auf jeden Fall. Könnten wir hier Toiletten, da duschen. Ein Traum. Eng ist ein dehnbarer Begriff. 50 Fohlen Challenge, um Gottes Willen. Brauchst du bei der Fläche eventuell sogar 2 weitere Stockwerke? Meinst du? Nein. Hallo Nico, wie geht's dir? Mach auch diese Art Badezimmer, wenn es ein paar mehr Sim werden. Ja, es ist halt, ne? Man muss ein bisschen gucken. Auch. Warum sind die Türen jetzt... Ich möchte, dass das... Ja. Genauso... Nein, ich möchte, dass das auch parallel ist, ne? Ja. 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 Genau. So hätte ich es gern. Dann könnten wir hier so eine Waschbecken-Polonaise machen. Und hier haben sie dann die Toiletten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das haben wir schon mal. Dann können wir hier eine Küche ziehen. Und hier wieder so einen Tisch hinstellen. Oder vielleicht hier einen Tisch hinstellen. Hier geht es dann nach oben. Und jetzt müssen wir gucken. Jetzt wird spannend. Die Mutti hat ja auch noch gar kein Schlafzimmer, ne? Mutti braucht ja noch ein... Die braucht ja noch... Die braucht ja noch ihre Produktions... Also die muss ja noch... Da muss ja noch was hin. Ne? Pass auf, ich habe folgende Idee. Der Boom. Der kommt dahin. Und das Blümchen kommt weg. So leidet mir gut. Dann ziehen wir hier noch einen Raum hin. Ein Haus hin. Sie kriegt
kriegt ein eigenes Haus. Eine Bumsbude. Was? So, das ziehen wir hoch. Und dann kommt hier eine Tür hin. Das ist sehr versteckt, sehr versteckt. Ist aber auch nur für Mutti, ne? Und da kommt der Boden rein. Und oh, welche Wand? Die? Wir machen so eine Mischung. Wenn ihr Shift gedrückt haltet, geht übrigens der ganze Raum so. Ja, nein, ich möchte das nicht einrasten, danke. Und wenn ihr Alt gedrückt habt, geht nur eine Wand. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Jetzt wisst ihr es. Machen wir hier auch noch so eine kecke Steinwand mit rein. Ne? Wir ziehen das einfach so durchs ganze Haus. Wieso ist hier auf einmal so eine Blumentapete? Gut. Gut. Bisschen gefrustet wegen meiner PC-Technik, aber hatte ein wunderschönes Wochenende, hat sehr viel Spaß gemacht und das Altwerden ist irgendwie erträglich gemacht, ist sehr gut. Und dir geht's gut soweit, Penny, das freut mich. Das freut mich, nur stressig, lass dich nicht allzu sehr stressen. Mach nur, was du kannst. Ist so ganz anders, als wie du LKW fährst, hallo? Ich glaube, ich habe ein neues Lieblingswort, sehr schön. Was wäre sie jetzt zu Hause oder ein Gefängnis? Ist so 50-50. Schlafzimmer oder Arbeitszimmer? Arbeitszimmer. Ein Pimperzimmer. Ein Pimperhäuschen. Ja, genau. So ein Gartenhäuschen hätte ich auch machen können. Hier so. Da geht die Mutti dann immer einmal. Einmal im Monat geht die Mutti da rein. Jetzt können wir die Fenster kopieren. Bisschen Licht braucht die Mutti auch dafür. Ne? Die muss ja auch wissen, was und wie und wohin und so, ne? So, dann gucken wir jetzt mal nach der äußeren Wand. Da haben wir hier die. Ja. Da fehlt jetzt natürlich noch. Und da. Schön. Mensch, wird doch. Jetzt hat die Mutti auf jeden Fall ihr Schlafzimmer. Jetzt können wir hier oben gucken. Jetzt haben wir hier auch ein bisschen mehr Platz. Hier kommst du rein. Ist auch mein Lieblingswort, auch bei Wohnungssuche immer. Hier kommst du rein. Dann würde ich sagen, hat man hier vielleicht so Säuglinge. Hier hat man einen Flur vielleicht. Was machen wir da raus hier? Ein schöner Balkon. Bisschen schön muss ja auch, ne? Bisschen schön muss ja. So, dann machen wir da. Ich möchte das hier bitte noch mitnehmen. Okay. So. Dann würde ich fast sagen, wir fangen hier drüben wieder an. Und ziehen hier ein Quadrat und ziehen da ein Quadrat. Dann haben wir hier Kinder und Teenager. Hier die Toddler. Und hier haben wir dann die Säuglinge. Ne, da müssen wir das aber auch mitnehmen, weil wir brauchen ja noch Platz für die Badewanne. Ne? Wir brauchen noch die Badewannen, das ist ganz, ganz wichtig. Damit wir die Säuglinge, wenn sie gerade geschlüpft sind, auch direkt in einem Schaumbad baden können. So, das hatten wir in einem alten Haus nämlich auch gemacht. Und das hat super funktioniert. Hallo Tyrese. Ja, wir mussten wieder umziehen. Wir mussten wieder umziehen. Wie geht's dir, Tyrese? Am besten mit Türe nach außen, das Zimmer. Dann kann der Kerl rein und raus, ohne gesehen zu werden. Aber das wäre eigentlich voll die geile Idee. Warum eigentlich nicht? Aber dann müsste die Mutti auch ständig hier rauslatschen, um in ihr Bett zu gehen. Die schläft ja auch da, ne? Direkt über der Mutti die Säuglinge, ja, damit sie die auch hört. Wir brauchen da noch ein Butlerzimmer. Ja, da müssen wir hier noch anbauen. Der Butler braucht ja schließlich auch noch zu Hause. Ne? So, hier. Darf er auch reingucken in die Küche. Nein, das machen wir natürlich weg. Und dann kriegt er hier noch eine Tür. Der arme Drops, ne? Der muss der Mutti immer zuhören, wenn sie Männerbesuch hat und darf selber nicht. Das ist auch traurig, ne? Der tut mir auch wirklich leid, der arme Fetu. Na, obwohl. Will man da, also. Ich will nicht. Das
Oh, hier, das könnten wir eigentlich auch noch recht gut gebrauchen, weil wir brauchen ja auch noch diese Liegeflächen für die Säuglinge. Das heißt, hier wären dann irgendwie Wickeltische, ne? Unten haben wir die Waschbecken-Polonaise, hier wäre die Wickel-Polonaise. Und hier wären dann wieder diese Liegeflächen für die Säuglinge. Ha? Müde, bin erst wach geworden, habe heute Nachtschicht. Mach den Kaffee. Ja, mach's wie Porsi, mach den Kaffee. Ach, schön. Die raffen das noch nicht. So, wir brauchen Mauer und Fenster. Wir brauchen wieder Fenster. Guck mal hier, der Butler kriegt sogar zwei Fenster. Der profitiert auf jeden Fall vom Umzug, muss ich sagen. Dem geht's richtig gut damit. Oh Gott. Die Kameraführung und ich bei Sims, ne, das wird nie was. Wir hassen uns. Wir hassen uns so richtig. Die Birke ist auch eigentlich unnütz, ne? Oder können wir die hier hinstellen? Ja, komm. So, dann siehst du auch mal was. Wo war jetzt das Fenster? Da. Ne, da unten waren die Klos. Da können wir kein Fenster hinmachen. Aber hier oben können wir. Na, großartig. Ne, da kann kein Fenster hin. Da kann kein Fenster hin. Hier könnte noch ein Fenster hin, aber das wäre dann halt im Zimmer ganz am Rand. Naja, ein bisschen schwund ist immer. Wir müssen auch noch ein paar Säulen platzieren, weil das hier ist unlogisch. Das ist mir zu hell. Passt schon. Ja gut, das steht jetzt so komisch ab, ne? Ja, ist schon okay. Das geht schon. Gut. Oh. Das geht natürlich nicht. So. Gut, jetzt brauchen wir nur noch Türen. Aber ich habe Eis und nice. Die von Jahreszeiten würden nur besser passen. Nö, ich habe jetzt die genommen, die da schon drin waren. Mir gefällt es so. So, dann machen wir hier. Obwohl eigentlich müsste da ja nicht noch eine Tür hin, ne? Wobei, warte mal, wir könnten das auch aufmachen. Das ist ja eh alles Säuglinge dann. Da müssen die nicht die ganze Zeit hin und her rennen. Meinte die Säulen? Nee, nee. Die Säulen, die sieht man eh nicht beim Spiel. Mir geht es ja jetzt nicht darum, dass das hier unfassbar schön ist. Ich möchte damit ja keinen Preis gewinnen. Ich möchte einfach nur, dass die ein Dach über dem Kopf haben. Wie das aussieht, ist mir Bums. Warum läuft denn jetzt hier so ein Schlafkinderlied? Da werde ich ja müde von. So, überall die gleiche Tapete. Schön. Was hatten wir denn unten im Bad? Ah, da hatten wir die. Oh. Moni Mausi, Dankeschön für deinen Follow. Willkommen im Katzenkörbchen. Ich trinke was. Dankeschön. Eine Brutstätte basteln. Genau. Da geht's drum. Wir wollen Effizienz, keine Schönheit. So. Da haben wir jetzt alles hier fließt. Dann fließen wir hier oben die Räume auch noch, weil die sind ja für die Bäder. Den Boden noch kopieren hier. Zack. Wunderschön. Ach, ist das ein Traum. Was haben wir im Bad? Da haben wir den. Okay. Dann geben wir mal die Fliesen. Dann fließen wir hier die Kabinen noch. Sehr schön. Und die Kabinen, ich meine, diese wunderschönen Badezimmer, die fließen wir auch noch. Und wie wäre es mal mit Lampen? Man sieht ja nichts. Ich hätte gerne ein paar Lämpchen. Ach, meine Nase läuft schon wieder. Da. So, wenn ihr die Sims 3 Kamera aktiviert habt, könnt ihr Alt gedrückt halten und dann könnt ihr, ach, der Butlerzimmer haben wir noch gar nicht tapeziert, könnt ihr das so sachte bewegen, so ganz sanft. So. Überall mal Licht machen hier. Hier kommen die Duschen hin, dann machen wir die Lampe ein bisschen weiter vorne, sonst wird es eine schockierende Dusche. Da, so und hier und da und überhaupt und generell und haben wir alles voll mit Licht. Schön.
Ein Traum. Jetzt brauchen wir noch ein Dach. Ich hasse Dächer in Sims. Draufhauen, genau. Bei Horrorfilmen kommt so eine Musik auch. Nur nie im Guten. Ja, das stimmt. Da haben auch alle irgendwie so eine Spieluhr zu Hause regelmäßig. Und dann teilen sie sich auf, um rauszufinden, wo die Musik herkommt, ne? Und du sitzt als Zuschauer davor. Warum denn jetzt aufteilen? Ich bin übrigens sehr schlecht in Dächern. Ich hasse Dächer. Dächer hassen mich auch. Das ist aber okay. Ich mache einfach mal irgendwie nicht. Machen wir mal so. Können wir das hier noch ein bisschen verbinden? Das ist furchtbar, ne? Okay, warte. Folgender Plan. Was ist, wenn ich so mache? Das natürlich gleich ein bisschen runterziehe. So, warte. Nein. Bis hier hinten durch. Warte. Moment. Trust the process. Und dann... Don't trust the process. So. Mein Monk schreit gerade sehr laut. Klingt nach einem Du-Problem, Tyrese. Es klingt sehr nach einem Du-Problem. Nee, da muss so ein Satteldach auch hin, glaube ich. Da muss ein Satteldach hin. Wir könnten das höchstens mal so rumdrehen und auf diese Größe hier ziehen. Das könnten wir wohl machen. So. Und dann hier das auf die gleiche Höhe bringen vielleicht. Oh, ich wollte Ihren Busch nicht betatschen. Entschuldigen Sie bitte. So. Und dann können wir schauen, dass wir vielleicht... Nee. Warte. Ich hab's gleich. Warte, also hier würde ich auf jeden Fall... Ja, hier würde ich auf jeden Fall wieder mit einem Satteldach gehen, aber das dann halt in diese Richtung ziehen. Aber ich kann das ja nicht ganz hier rüber ziehen. Also steht es jetzt da so über und das sieht ja auch voll scheiße aus, ne? Nee, das müssen wir anders machen. Wartet mal. Folgender Plan. Wir ziehen das da rein und ziehen das so hoch. Ja. Nee. Das machen wir auch nicht. Ich hasse dich. Ich hasse dich ja so sehr. Die machen mich wirklich fertig. Vielleicht auch wieder so. Aber das ist dann so... Deine Kater sind knuffig. Dankeschön. Vielen Dank. Wie lange geht hier wieder fantastisch? Oh, Mademoiselle, das tut mir leid. So ging es mir mit deiner Schelle. Aber wenn ich das ineinander ziehe, dann steht das hier über. Das soll er nicht überstehen. Das soll, du bist zu dieser Kante gehen. Warum mache ich mir eigentlich wieder so Gedanken um das Dach? Das sieht man im Spiel die ganze Zeit nicht. Ich könnte auch einen Zaun rumziehen. Theoretisch. Ist da was? Scheiß auf das Dach. So, das wird jetzt so und dann wird das so und dann ist das schön. So. Pass auf. Ziehen wir da noch. Warte, nee, wir kopieren das einfach. Ja, jetzt habe ich es. Pass auf. Jetzt. Nee. Doch. Warte. Moment. Moment. Ich schaff's gleich. Einen Augenblick. So. Das ist doch, also das ist mit Abstand. Das ist, es ist schon, es ist ein Look. Oh. Kennt ihr Flachdächer? Was haltet ihr eigentlich von Flachdächern?
Persönlichkeit, ja. Ach, schön. Also das Tolle an Flachdächern ist ja, dass man eigentlich nur so... Man muss ja... Da muss man nicht viel können, so, ne? Das krieg ich auch hin. Mensch. Toll. Wenn ich das jetzt... Nee, das sieht alles scheiße aus. Egal, was ich mache. Ich kann keine Dächer. Was ist denn das jetzt da? Eine Stunde nur fürs Dach. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, Mademoiselle. Okay, das ist also nur ein Glitch, ja? Ach so, du. Ja, ich habe auch sehr gelitten. Ich habe sehr gelitten bei meiner Shell, ja. Ich habe bei meiner eigenen Shell sehr gelitten. Es ging mir nicht besser als euch, das kann ich euch flüstern. Also, ich habe, glaube ich, auch eine Stunde gebraucht. Ich hätte gerne ein schwarzes Dach. Oder zumindest so ein dunkles irgendwie. Das ist süß. Das nehmen wir. Es war furchtbar. Ich gebe es zu, es war schrecklich. Ich habe euch sehr damit gefoltert. Es tut mir leid, dass diese Shell die Rache für die Challenge ist. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein kleines bisschen. Ich nehme mal den gleichen Holzboden wie da. Oder? Ja, komm. Aber wer kriegt denn jetzt eine Leiter da hoch? Es geht genau bis hier. Also genau die beiden Zimmer hier. Die Kinder und Jugendlichen und die Tödler. Die haben da quasi Zugang zu. Ja, pass auf, folgendes. Wir machen noch eine Leiter. So, dann können die da nämlich noch hoch. Ne? Das doch mal. Also, wenn das mal nicht, wenn das nichts ist. Ne? Hat deine Shell noch nicht angefangen? Das ist nicht schlimm. Welche Challenge? Wir machen die 50 Baby Challenge. Deswegen baue ich auch so ein komisches Haus. Und Yannick, danke schön für deinen Follow. Willkommen im Kattenkörbchen. Schön, dass du dabei bist.